Ich bin ja von der Geborgenheit meiner eigenen Familie, die natürlich ganz anders war als die Geborgenheit hier in der neuen Familie. Aber es war eine Geborgenheit. Und ich glaube, darauf kam es mir an in meinem Alter. Ich habe mich geborgen gefühlt. Ich habe mich sehr bald als einer von ihnen gefühlt. Ich war Schwedin, eindeutige Schwedin. Wir am Sonntags ist es also in die Kirche gegangen, von alles Liebe und nette Leute. Aber immer, wenn ich so an der Hand gegangen bin, wenn wir wem getroffen haben, so hat meine Pflegemutter immer gesagt, ja, und das ist unser kleines Judenkind. Und da haben für mich die Probleme begonnen. Was war ein Judenkind? Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben wahrgenommen, dass ich ein Judenkind bin, was immer das sei.